vor dem ehemaligen Wohnhaus von Franz Oppenhoff in Aachen. Hier beginnt die Geschichtsreise der Schüler der Maria Montessori Gesamtschule. Sie halten alle ein Comicheft in der Hand. Und doch geht es um eine wahre Geschichte, nämlich das Aachen-Experiment und die Ermordung von Franz Oppenhoff durch die Nazis, durch ein sogenanntes Werwolf-Kommando. Genau hier, vor Oppenhoffs Wohnhaus an der Olpener Straße. Mit dabei ist der Hausetter, Zeichner und Autor der Graphic Novel. Dann war ich in einer Schule in Aachen, da war ein Bild von Che Guevara. Und ich habe den Kindern gefragt, was ist das für ein Typ? Und die sagten, er ist ein Held, das ist der Adolf Hitler. Und dann habe ich mir gedacht, man muss ja verantworten, als Comiczeichner musst du was machen. Und wenn die Behörden in Deutschland das nicht verfolgen, dann muss ich ein bisschen Druck machen und dafür ist es da. Da kann man sich darüber streiten, ob Comics als Medium ein gutes Mittel ist, um die Kinder aufzuklären, aber ich denke mal, ich sehe das als einen Bildungsauftrag. Nächste Station, der Wald hinter dem Grenzübergang Köpfchen in Hauset. Hier hatten sich die Werwölfe zunächst versteckt, nachdem sie bei Gemmenich mit Fallschirmen abgesprungen waren. Die Schüler finden die markanten Punkte wieder, wie sie im Comic gezeichnet sind. Die Häuser auf deutscher Seite, davor das Minenfeld, die Panzersperren und die Zyklopensteine. Kreklo erzählt, was passierte, damals im März 1945. Dr. Müller vom Staatsarchiv Aachen hat mir die Türen vom Archiv aufgemacht. Ich durfte an einige Freitage dann dahin gehen und alle Dokumente sehen. Ich habe sogar den Personalausweis von Oppenhoff in der Hand gehabt. Und dann bin ich dann mit dem Buch in der Hand und Karten zu den Stationen gegangen, mit dem Fahrrad mehrere Wochen zu Fuß durch den Wald. Und habe ich dann geguckt, wo konnten sie sich versteckt haben. Und dann habe ich dann die Geschichte aufgebaut. 3 Jahre hat es gedauert. Ich habe nicht so lange gezeichnet, aber es macht einen Unterschied, wenn man mein was macht, was einen historischen Hintergrund hat, dann kann man nicht irgendwas erzählen, das muss fundiert sein. Der Ausflug endet in Gemmenich. Hier warten schon eine Schülergruppe aus Herlen und Elli Kicken. Ihr Onkel wurde hier am 20. März 1945 von eben jenem Werwolf-Kommando erschossen. Ganz in der Nähe war die Truppe gelandet. Josef Säf hielt in der Nacht Wache auf dem Walser Berg. Seine Freundin hatte ihm gerade Proviant gebracht. Da stieß er auf die Werwölfe, sagt Elli Kicken. Sie hätten sofort das Feuer eröffnet. Nur da war er an 3 Stellen war er getroffen. Haben sie ihn nach unten zur Grenzwache, also zu dem Gebäude gebracht. Und vor Mitternacht ist Pastor oder Doktor ist aus Pfalz gekommen. Und vor Mitternacht ist er dann schon gestorben. Ja. Gemeinsam legen Elli Kricken, Henry Kreklo und die Schüler einen Kranz und weiße Rosen an das Denkmal für Josef Säf, den letzten Soldaten, der an dieser Grenze gefallen ist. Erschossen auf niederländischer Seite, gestorben in Belgien. Besonders am Ende sind auch die coolen Schüler ergriffen. Wo wir da eben vom Grab standen, das hat mich schon ein bisschen mitgenommen, weil schon mit dem Gedanken, was da alles passiert ist und wir jetzt da stehen, war ja ein bisschen erschrocken, aber auch gut, also zu wissen, was jetzt alles passiert ist. Ja, es war vandaag heel interessant en het is ook goed dat we weten wat hier heeft plaatsgevonden. Want ja, het is natuurlijk niet de normaalste zaak van de wereld dat zoiets gebeurt. En ja, dat moet gewoon altijd bij je blijven. Und so endet für die Schüler ein lehrreicher Tag. Mit einem Comic unter dem Arm auf den Spuren der Mörder von Franz Oppenhoff und Josef Säf.